So, meine lieben Freunde, hier bin ich wieder auf unserem A320-200. Heute stehe ich in Santos Dumont in Rio de Janeiro, im Hintergrund der Zuckerhut und diesem kleinen militärisch-zivilen Flugplatz, was früher der Stadtflughafen für Rio war. Werde ich heute mal eine Runde fliegen mit dem A320. Und wir werden hier auf der 1320 Meter Piste 02 links starten, um den Zuckerhut einmal rum und dann wieder dort landen. Das Verfahren ist ein Sichtflugverfahren. Wir haben heute gute 4 Kilometer Sicht, also knapper Minimum. Ein Achtel in 800 Fuß, ansonsten kaum Bewölkung. Wind ist umlaufend, das heißt, wir können eigentlich beide Landerichtungen heute benutzen für diesen Flug. Und werden das jetzt auch mal machen. Ab und zu habe ich eine leichte Nordost-Tendenz im Wind, aber für den Start müsste das mit 59 Tonnen jetzt so funktionieren. Nach meiner Berechnung jedenfalls. Ich check nochmal meine Bremstemperaturen, die sind auf 100 runter, das ist gut. So, und dann werden wir hier jetzt ein Verfahren fliegen. So, dann wollen wir. Abhebegeschwindigkeit 120, Klappenstufe ist hier 2 für den Start. Rotation Speed ist 130, Abbruch bis 100, 1,30 die Rotation und 1,48, Flaps 240 Degrees, Next so ist 2,30, das haben wir Minimum, haben wir 1,350 und Gott, alles drin, alles gesetzt, ich habe 2 Peilungen, das passt. So, Takeoff Settings, Tramp Settings, Checklist completed, Electrical Pump off, gut, dann wollen wir mal. Wir müssen hier einen Toga Start machen, Klappstufe 2, wie gesagt. 91,8% bei 26 Grad und auf geht's. Was fliegen wir über das Funkfeuer Mike India Alpha, also Marcia, und dann werden wir mal schauen, ob ich den ersten Anflug, den ich hier in meinem Leben mache, auch hinbekomme. Bis gleich, tschüss!